Hallo ihr Lieben, ein spontanes Energiewellenvideo aus dem Flughafen von Palma de Mallorca. Ich möchte euch eine kleine Gefühlswelle erzählen, die ich heute auf dem Weg zum Flughafen hatte. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Mannheim-Wallstadt, um da in einer Boutique Engelflügel zu malen. Und als ich hier ankam, aber auch heute Morgen schon in der Meditation, hatte ich das Gefühl, die Energie ist im Moment ganz golden, weich und zärtlich, ganz warm. Und ja, es fühlte sich so an, als würde mich ein Engel mit seinen Flügeln umfassen und mir ins Ohr flüstern: Entspann dich, du hast so viel geleistet in der letzten Zeit. Du hast die Doppelstürme überlebt, du hast so viel für dich getan. Und ich darf das jetzt weitergeben an euch. Schenkt euch dieses Gefühl, dass ihr so viel getan habt, dass ihr so viel für euch getan habt und ja, auch durch euer Leuchten und eure Selbstfürsorge für die Welt. Ich möchte euch einladen, diese weiche, goldene Welle zu fühlen und sie wirklich durch eure Zellen strömen zu lassen, damit ihr euch von dem anstrengenden Ritt auf der Welle, den wir hinter uns haben, wirklich erholt, damit ihr euch entspannen könnt. Ich hatte gestern ein Video zum Thema Entspannung hochgeladen. Ich verlinke euch das mal später allerdings da oben, denn im Moment bin ich ja unterwegs und das kann ich erst machen, wenn ich wieder WLAN habe, wenn ich angekommen bin. Aber ihr könnt einfach mal in meinem YouTube-Kanal nachschauen. Ich habe so viele Videos, auch Meditationen, damit ihr euch wieder ganz, ganz tief entspannen könnt. Ich weiß, dass viele Hochsensible unter meinen Abonnenten sind, die eben sich genau wie ich da auch körperlich von betroffen fühlen, wenn diese Sonnenstürme auf die Erde prasseln. Und ich persönlich merke es eben als ja fast schon Verkrampfung im Körper. Ich weiß das und früher konnte ich überhaupt nicht damit umgehen. Ich war da richtig krank, habe im Bett gelegen, weil ich solche Schmerzen hatte. Mittlerweile fließt es viel besser durch mich durch, weil ich es wirklich durchströmen lasse und mich davon auch ein bisschen befreien lasse, jedes Mal ein bisschen mehr von alten Mustern. Und jetzt ist es eben eine Zeit der Erholung, der Entspannung. Ihr könnt euch vielleicht mal massieren lassen, umarmen lassen und ja, tief, tief Kraft schöpfen. In diesem Sinne, ganz, ganz liebevolle Grüße aus Mallorca und eine wunderschöne Entspannungszeit. Eure Sonja Arie von Staden. Ciao!